Berechne das 500. Glied dieser Zahlenfolge. Wir erkennen natürlich sofort, 2 plus 4 macht 6, 6 plus 4 macht 10, plus 4 macht 14, plus 4 macht 18 und immer so weiter. Es handelt sich also hier um eine arithmetische Zahlenfolge und somit haben wir diese Formel zur Verfügung. In dieser arithmetischen Zahlenfolge ist d gleich 4 und t1 gleich 2. Was wir suchen, ist t500. Dazu setzen wir diese Formel ein. In dieser Formel ersetzen wir das n da und da durch 500, das t1 ersetzen wir durch 2 und das d ersetzen wir durch 4. So erhalten wir diese Rechnung für t500. Und diese Summe ergibt 1998. Das 500. Glied dieser Zahlenfolge ist also 1998.